den interessanten Namen Karotten einmal anders, trägt das heutige Gericht von Richard Rauch. Zuerst die Karotten schälen und entsaften. Für den Salat einen Teil vom Saft erwärmen, dann Limettensaft und Orangensaft zugießen. Mit Kardamom, Zitronengras und Ingwer würzen. Mit Cayennepfeffer, Salz und Safran abschmecken. In Streifen geschnittene Karotten einlegen, im Sud erwärmen und ziehen lassen. Für das Karottengelee Karottensaft erwärmen und die eingeweichte Gelatine darin auflösen. Mit Salz und Cayennepfeffer würzen und die Masse über Eis einige Minuten schaumig aufschlagen. In eine mit Folie ausgelegte Form füllen. Und einige Stunden kalt stellen. Für das Creme-Sorbet topfen, Sauerrahm sowie geriebenen Creme vermengen und mit Cayennepfeffer und Salz würzen. Limettensaft und Staubzucker zufügen. Und alles gut verrühren. Eingeweichte Gelatine in etwas Sauerrahm auflösen und zur Masse geben. Anschließend in einer Eismaschine gefrieren lassen. Das fest gewordene Karottengelee aus der Form nehmen, in Würfel schneiden und anrichten. Den Karottensalat darauf setzen und mit etwas Karottensud übergießen. Mit Zitronenöl beträufeln und das Creme-Sorbet zugeben. Zum Schluss mit Spargelsprossen garnieren. Viel Freude beim Ausprobieren!